Lieber Raik, ich habe mich wochenlang auf dieses Gespräch schon gefreut. Du bist ein gefragter Mann aufgrund deines breiten Wissens und daher sage ich dir einfach mal danke, dass du uns, also mir und all denen, die das Video heute sehen oder auch später sehen, die Zeit schenkst. Herzlich willkommen, Raik. Ja, danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Wochenlang auf dieses Gespräch gefreut, habe ich gesagt. Ja, das hat auch einen Grund, denn seit Wochen und Monaten schon tauche ich ganz tief in dein Online-Seminar zur verborgenen Weltgeschichte ein. Und da gab es schon ganz zu Beginn so viele Aha-Erlebnisse und Informationen, von denen ich denke, darüber darf man sprechen und wo ich auch einige Fragen dazu habe, dass ich dich zu diesem Gespräch eingeladen habe. Ja, also ganz zu Beginn vielleicht erstmal, du hast ja so ein breites Wissen. Wo hast du das her? Wie kommt es, dass du so viel weißt, auch in die Tiefe gehend? Denn wenn ich eben dieses Online-Seminar anschaue, dann halte ich vieles von dem, was sich darin befindet, auch durchaus für sowas wie Geheimwissen. Also jedenfalls Informationen, die sehr gut von uns ferngehalten werden. Wie kommt's, Raik? Ich glaube, es hat da vielleicht auch mit dem Schlüsselereignis zu tun, das kurz vor Abschluss deines Medizinstudiums sich ereignet hat. Erzähl uns doch mal. Ja, also erstmal grundsätzlich, ich bin ein forschender Geist von Anfang an. So, das ist, sag ich mal, ich glaube, die Grundvoraussetzung, die du mitbringen musst, wenn du dich hier für verschiedenste Dinge interessierst. Und tatsächlich, ja, also ich würde sagen, ich hatte mehrere solcher Schlüsselerlebnisse, aber das, was für mich so sehr prägnant war, ist tatsächlich, ich hatte ja Medizin studiert, gar nicht mit dem Anspruch, Arzt und Therapeut zu werden, sondern eher im Sinne von, ich wollte den Menschen noch besser verstehen. Und ich dachte mir, das Studium ist eigentlich dafür gut geeignet, weil da geht es ja im Kern um den Menschen. Nicht nur jetzt um die Körperfunktion, sondern auch eben um das soziale Miteinander und auch so diese Interaktion, also im Kontext, wie entstehen Krankheiten. Zum Ende des Studiums hatte ich die Möglichkeit, tatsächlich an einem Buchprojekt mitzuwirken. Und der Buchautor selber, der war ein Eingeweihter in altes Templerwissen. Der war zwar schon verstorben zu dem Zeitpunkt, aber es Familie hatte sozusagen noch sein Erbe, sein Wissenserbe und auch entsprechende Buchmanuskripte, die quasi zur Veröffentlichung standen. Und das Buch, an dem ich dann mitwirken durfte, hatte tatsächlich auch einen starken Medizingrund. Deswegen konnte ich da auch gut mitwirken, weil ich ja eben gerade das Medizinstudium hinter mir hatte. Aber es ging auch um weit mehr. Als ich das Rohmanuskript gelesen hatte, da war ich nur erstaunt, was ich alles nicht gelernt hatte. Also da ging es um Erkenntnisse schon aus den 1930er Jahren, auch über die tieferen Hintergründe der Krebserkrankung, also wo das wirklich zusammenhängt. Es ging um Biophysik, es ging aber auch um das Verständnis der Seele und auch dieses Verständnis, wie Gedanken und Gefühle körperliche Symptome machen können, also diese Psychosomatik, auf eine sehr für mich sehr nachvollziehbare, verständliche Weise erklärt. Und da habe ich mich da tief reingearbeitet. Und natürlich war das so, weil dieser Autor Lothar Göring ja nicht nur sich mit diesen medizinischen Themen beschäftigt hatte, sondern natürlich auch, ich sage mal, in einer Traditionslinie stand, wo es eben um dieses alte Vermächtnis ging. Wenn man versteht, dass der Templerorden, der dieses Wissen bekommen hat, also das geborgen damals in Jerusalem. Und das war letztendlich aus der Zeit von Atlantis. Und dieses Wissen hat den Templern damals die Möglichkeit gegeben, zur einflussreichsten Gruppierung der damaligen Zeit zu werden. Also innerhalb von 2 Jahrhunderten sind sie zur mächtigsten Gruppierung geworden. Dann sind sie untergetaucht, und später sind ja aus dem Templerkreisen quasi ist die Freimaurerei entstanden. Also die Großloge von England. Und im Grunde über die Freimaurerei wirkt der Templerorden immer noch irgendwo. Und jetzt mal unabhängig jetzt von diesen Ereignissen, es geht ja wirklich um dieses Wissen. Und da geht es wirklich im Kern um den Menschen. Wenn man vom Heiligen Gral spricht, dann muss man eigentlich vom Menschen sprechen. Also der Mensch selbst ist das große Mysterium, das große Geheimnis. Das heißt, es gibt nicht irgendwo eine Truhe oder ein Buch, wo irgendwie das Geheimnis drinsteht, sondern wir gucken jeden Tag, wenn wir in den Spiegel schauen, uns quasi selbst tief in unser eigenes Schatzkämmerlein. Das erkennen, glaube ich, viele noch nicht. Ja, die sind so drauf auf die Außenereignisse fixiert.
Dabei ist der wahre Weg nach innen und der Weg der Selbsterkenntnis ist eigentlich das eigentliche Mysterium. Und ich gehe mittlerweile davon aus, dass alles, was wir tun, alles, was wir erleben im Leben, jeder bei sich, nur dazu dient, diese tiefe Selbsterkenntnis zu bekommen, wer wir wirklich sind und was in uns für Fähigkeiten schlummern, die eigentlich nur darauf warten, entwickelt zu werden, wie bei einem Kind. Ja. Und naja, so habe ich mich halt mit diesen Dingen intensiv beschäftigt, vor allen Dingen auch mit der Geschichte, weil natürlich hier ging es ganz viel um Atlantis. Ja. Dann habe ich angefangen, mehr und mehr in diese Bereiche ja sehr systematisch zu recherchieren, bis ich dann irgendwann verstanden habe, es gibt tatsächlich so eine Art übergeordneten Rahmen, so ein Gesamtbild. Das war mir immer wichtig, ich wollte dieses Gesamtbild mir erschließen. Mhm. Und als ich das dann so in groben Zügen hatte, war es für mich wesentlich einfacher, viele Puzzleteile, die ich dann hier und da gehört und gesehen habe, einzusortieren. Mhm. Das heißt, ich habe mir über einen Zeitraum von so 15 Jahren ungefähr ein sehr schlüssiges, für mich zumindest sehr schlüssiges Gesamtbild erarbeitet, also ein Weltbild. Das ist sozusagen mein Ordnungssystem, mit dem ich die Dinge, die ich erlebe, die ich sehe, die ich wahrnehme, die ich fühle, für mich schlüssig in einen Kontext bringen kann. Mhm. Durch die C-Zeit habe ich gemerkt, dass immer mehr Menschen sich jetzt plötzlich auch anfangen, für diese Dinge zu öffnen. Also du bist ja auch letztendlich irgendwie darüber gestolpert, über diesen Kurs. Genau. Ich habe dann halt vor einigen Jahren angefangen, diese ganzen Erkenntnisse, die ich selber gewonnen hatte, gerade über Geschichte, über die verborgene Geschichte, die uns eben nicht erzählt wird, mal in so einen kompakten Kurs zu kleiden. Ich habe auch Seminare dazu gemacht und ich habe einfach mal gesehen, wie die Resonanz dazu war. Also das Interesse war schon sehr groß. Es war aber ein sehr kleiner Rahmen. Und dann habe ich das halt als Online-Videokurs erstellt, um einfach viel mehr Menschen die Möglichkeit zu geben. Und die Nachfrage ist wirklich rapide angestiegen im Rahmen dieser ganzen Pandemie. Mhm. Also da ist das Interesse plötzlich für diese ganzen Hintergründe bei ganz vielen Menschen auf einmal entstanden. So. Mhm. Und es ist ungebrochen nach wie vor, muss ich sagen, die Nachfrage auch zu diesem Thema. Ja, weil die Menschen jetzt wissen wollen und vielleicht auch erstmals auch bereit sind, dahin zu gucken. Du hast vorhin so einen schönen Spruch gesagt, Wahrheit macht dich frei, aber was hast du zuerst gesagt? Zuerst macht sie dich fertig. Zuerst macht sie dich fertig, ganz genau. Und ich kenne da einige, ja, die sich noch ein bisschen scheuen, auch dahin zu gucken und auch zu sehen, es gibt dieses Dunkle auf dieser Welt. Es gibt diese Dunkelmächte und wir werden tatsächlich seit Jahrtausenden von denen gelenkt und auch manipuliert. Und das erläuterst du im Detail in deinem Kurs. Und mir ging es genau gleich wie dir letztlich, dank deines eigenen Wissens, was mir möglich, auch diese Lücken, die ich noch hatte, also nicht alle, aber die meisten, so zu einem schlüssigen Gesamtbild zu schließen. Und dafür braucht es eine Bereitschaft, eben dieses bisherige Weltbild, das uns ja allen vermittelt worden ist und immer noch vermittelt wird, auf den Kopf zu stellen. Und das kann auch ganz schön Angst machen im ersten Moment. Und gleichzeitig, um jetzt mal gerade in die Sachen, in die Themen einzusteigen, gleichzeitig gibt's ja da auch sehr viel selbstermächtigende Themen. Also ermutigende Themen. Und eines davon ist unsere wahre Herkunft als Mensch. Du sagst ja, es geht um den Menschen und was uns da erzählt wird von der Evolutionstheorie, dass wir eben vom Affen abstammen, das hat ja System und ist eigentlich auch nur dazu gedacht, uns genau von dieser Herkunftsgeschichte abzulenken, in eine andere Richtung zu lenken. Und daher die Frage an dich, Raik, also wenn wir nicht vom Affen abstammen, wo kommen wir denn dann her, wir Menschen? Ja, also du hast jetzt einen riesen Fass aufgemacht. man muss vielleicht auch sagen, manche sagen die Menschheit oder die Menschen und ich muss mittlerweile feststellen, man muss hier differenzieren, weil nicht alle Menschen, die jetzt auf der Erde leben, haben die gleiche Herkunft. Also das ist zumindest das, was ich recherchiert habe. Es ist ein sehr komplexes Thema. Wir sehen ja auch, es gibt Menschen, also weiße Menschen, es gibt dunkelhäutige Menschen, es gibt, also sagen wir mal so ursprünglich, vielleicht nur vier Gruppierungen und daraus sehr viele Übergangs- und Mischformen noch ergeben. Mhm. Die Evolutionstheorie, wie sie uns erzählt wird, die quasi die Menschwerdung als einen langen Prozess von Zufällen und Survival of the Fittest
erklärt mit dem Zentrum der Menschen in Afrika, das ist tatsächlich eine Propagandalüge, die uns letztendlich, man muss vielleicht erklären, warum ist es eine Propagandalüge, was macht sie mit uns? Mhm. Sie im Grunde vermittelt uns heute den Eindruck, dass der Mensch, der moderne Mensch, der Homo sapiens sapiens, die Krönung, die Krone der Schöpfung ist. Also sozusagen, wir sind jetzt auf dem höchsten Entwicklungsstand. Tatsächlich ist es aber genau andersrum. Das heißt, wenn man uns sagt, wir sind aus irgendwelchen affenähnlichen Vorfahren entstanden, die auf der Erde gelebt haben, dann schneidet man uns damit letztendlich von unserer eigentlichen, ich sag mal, kosmischen Herkunft ab. Denn das, was ich bis jetzt recherchieren konnte, ich erhebe auch nicht den Anspruch hier auf absolute Wahrheit, es klingt für mich nur sehr schlüssig, es fühlt sich auch für mich schlüssig an, dass unsere Vorfahren von ganz anderen Planeten kamen. Das heißt, die verschiedenen Menschentypen, die wir hier sehen können auf der Erde, kommen wahrscheinlich auch von völlig unterschiedlichen Planeten und Sternsystemen. Damit letztendlich auch haben sie auch ein unterschiedliches Alter, einen unterschiedlichen Reifegrad. Und das bringt natürlich auf einen Planeten wie der Erde, wo sich alles sammelt und trifft, sehr viel Gegensätze hervor, die auch natürlich sehr viel, sagen wir mal so, Konfliktpotenzial in sich tragen. Das heißt, um das mal einfacher zu machen, ich habe mich auch viel mit den Aussagen von Insidern aus Raumfahrtprogrammen beschäftigt. Und es ist sehr spannend, was die sagen. Ein Planet wie die Erde von der Größe hat normalerweise in unserem Kosmos etwa 100.000 verschiedene Spezies, also Pflanzen, Tiere, Insekten und vielleicht ein oder maximal zwei humanoide Spezies bewohnen diesen Planeten. Bei der Erde ist es ein bisschen anders. Der Erde ist über 7,2 Millionen verschiedene Spezies, also Pflanzen, Tiere, Insekten oder auch Mikroben und eben unterschiedliche humanoide Spezies. Also Insider sprechen von 22 genetischen Programmen, die hier laufen auf der Erde. Das heißt, wir sind Teil eines viel größer angelegten, ja, man könnte sagen, eines genetisch-spirituellen Experimentes, das auf dieser Erde läuft. Das heißt, das Ziel dieses Experimentes hier auf der Erde ist es, eine Art von neuen Menschen zu erschaffen, der bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten in sich vereinigt. Deswegen gibt es auch hier so viele Mischungen. Denn aufgrund der Mischungen entstehen ja auch unterschiedliche neue Fähigkeiten. In unserer Genetik ist ja extrem viel abgelegt. Ja? Also man könnte sagen, die Genetik, der genetische Code oder die DNS ist sozusagen der größte Datenspeicher, den es so gibt. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jetzt mal nur für die weißen Menschen zu sprechen, da können wir ja sehr klar sehen, die weißen Menschen lassen sich, ich sag mal, unterscheiden anhand ihrer Augenfarben zum Beispiel. Also aus den Quellen, die ich aus dem russischen Raum mir mal genauer angeschaut habe, spricht man hier von vier großen Stämmen, die vor mehreren Jahrhunderttausenden hierher gekommen sind und angefangen haben, diesen Planeten zu kolonisieren. Das heißt nicht, dass der Planet davor nicht schon mal kolonisiert war, oder aber auch vielleicht nicht nur auf der Oberfläche kolonisiert ist, sondern vielleicht auch im Innern, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls sprechen die von sogenannten Großfamilien oder Stämmen, und zwar einmal der sogenannten Arier und der sogenannten Slaven. Das sind natürlich Begriffe, die heute bei vielen sehr stark triggern können. Das ist das Problem, weil wir natürlich in Deutschland eine Vergangenheit haben, die man gerne auf 12 Jahre reduziert. Leider hat man mit dieser Vergangenheit von 1933 bis 1945 quasi von unseren Wurzeln abgeschnitten. Ja. Was ich jetzt meine, sind aber Zeiträume, die gehen über Jahrhunderttausende, so wird es zumindest beschrieben. Und da gibt es eben verschiedene Großfamilien und Stämme, die hier gesiedelt haben, ausgehend vom Nordpol, dem damaligen Nordpol. Die Erde hat sich in der Zwischenzeit natürlich auch mehrfach verändert aufgrund, ich sag mal so, kataklystischer oder katastrophaler Großkatastrophen, sodass das Antlitz, wie wir es heute sehen, natürlich ein anderes ist. Und diese Stämme haben halt die Erde besiedelt, große Teile davon, und hatten natürlich dann auch ihre entsprechende Kultur dabei. Ja? Und ich will vielleicht nur mal so ein paar Ideen geben, damit es klar wird, was ich jetzt so mit verborgener Geschichte meine. Es gibt ja mittlerweile so viele Hinweise. Das Bekannteste, was uns allen immer noch ein Rätsel aufgibt, sind natürlich die Pyramiden, Bauwerke. Aber es gibt ja noch ganz andere Bauwerke. Es gibt ja diverse Megalithbauwerke, sogenannte zum Beispiel Sternfestungen.
Oder ob diese klassische Megalith-Bauwerke, die man auf allen Kontinenten finden kann, also die man eher so einem Neoklassizismus zuordnet, wo man sich auch fragt, wenn wir einen Baustil haben, der ähnlich ist, die gleichen Elemente enthält und den man quasi überall finden kann, dann spricht das ja eigentlich dafür, dass es hier um eine Kultur geht, die auch weltweit tätig war. Mhm. Genauso haben wir dann, ich nehme nur mal so ein paar Fakten auf, die man einfach mal so auf sich wirken lassen kann. Es gibt Riesenskelette, es gibt blonde Pharaonen, die man gefunden hat. Es gibt alte Karten, die ganz andere Länder zeigen und auch ganz andere Regionen, wo zum Beispiel heute riesige Wüstengebiete sind. Da waren dort Flüsse eingezeichnet, Städte eingezeichnet, also riesige Gebiete, zum Beispiel die Sahara, wo heute ja Wüste ist. Und da war vor wenigen Jahrhunderten, waren da noch Flüsse und Städte eingezeichnet. Muss man sich auch fragen, was kann denn da passiert sein? Genauso haben wir natürlich auch, ich sag mal, die klassische Archäologie, die findet ja immer wieder Dinge, die nicht in das so gängige Bild reinpassen. Ja, wir haben alte Schriften, wir haben alte, was haben wir noch? Wir haben ja, Märchen, Legenden, Mythen, die letztendlich meistens mehr Wahrheitsgehalt in sich tragen als die heutigen Geschichten. Ja, in vielen Mythen und Legenden finden wir immer wieder das Symbol der Schlange und das Symbol des Drachen, was wahrscheinlich einfach nur eine Andeutung ist, dass es hier offensichtlich auch eine andere Spezies gibt, eine reptiloide Spezies, mit der die menschliche Spezies häufiger im Konflikt stand. Entweder in einem offenen Krieg oder in einem verdeckten Krieg. Ich denke, mittlerweile befinden wir uns aktuell in einem verdeckten Krieg, weil das, was wir auf der Welt hier sehen dürfen, erleben dürfen, kann man nicht anders als eine Art von verdeckter Kriegsführung bezeichnen. Mhm. Erde scheint ein sehr wichtiger Planet zu sein und um ihn wird schon seit sehr, sehr langer Zeit gekämpft. Zumindest ist das, was ich jetzt für mich herausgefunden habe. Und wir befinden uns jetzt seit 2020 in so einer, naja, ich will nicht sagen Endphase, aber es ist eine Auflösungs- und Übergangsphase und das kann man auch als eine Kriegstaktik bezeichnen, die wir gerade erleben. Nur das ist eine Sache, die läuft schon wesentlich länger. Dieser Krieg läuft nicht erst seit 3 Jahren, sondern dieser Krieg hat immer mal wieder auch heiße Phasen, also sprich, wo Erster, Zweiter Weltkrieg Dinge passieren, also wirklich, wo kinetische Waffen eingesetzt werden, aber die meiste Zeit über ist es ein Informationskrieg, ein Krieg der Ideologien, ein Krieg auch der Sprache, ein Krieg um bestimmte Ressourcen und primär eben ein Informationskrieg, in dem wir uns bewegen. Ja, das heißt, in diesem Informationskrieg wird natürlich auch die Geschichte gefälscht, es wird uns irgendwas erzählt, was vielleicht so gar nicht stimmt, über uns selbst. Dass man gesagt, wir sind das Endprodukt der Affenevolution auf dem Höchststand der Entwicklung. Aus meiner Sicht sind wir genau im Tiefpunkt angelangt. Technologisch relativ hoch, aber sag ich mal, von unseren Fähigkeiten, unserer Biologie sind wir eigentlich degeneriert. Man könnte auch sagen, es läuft seit mehreren Jahrtausenden ein im Geheim organisierter Degenerationsprozess, der vor allem die weißen Menschen betrifft. Natürlich hat es mittlerweile auch andere Menschen erreicht in anderen Ländern, aber primär findet dieser Krieg, kann man ja sehen, in den Gebieten statt, wo die weiße Bevölkerung sehr hoch ist, also sprich Europa, Nordamerika. Ja. Und da muss man sich wieder die Frage stellen, wird das so gemacht? Warum findet dieser Krieg statt? Warum gehen die Geburtenraten immer stärker zurück von den weißen Menschen? Und. Was läuft hier eigentlich? Ja. Ja, das sind alles so viele kleine Puzzleteile, die habe ich natürlich in dem Kurs wesentlich ausführlicher dargelegt, damit es schlüssig wird. Nur es soll einfach mal so ein bisschen zum Nachsinnen anregen, ob vielleicht das, was uns erzählt wird und das, was an harten Fakten auch zu sehen ist, also sprich ja, Bauwerke, ob das überhaupt stimmen kann, in Einklang gebracht werden kann oder ob es vielleicht eine bessere alternative Erklärungsweise dazu gibt. Mhm. Allein der Bau der Pyramiden ist ja ein Rätsel für die meisten, ja, und so weiter. Ja, genau. Ja, und der, ja gut. Ja, ich hake da mal ein. Du sag, warum denn? Warum die weißen Menschen? Was will man denn von uns fernhalten oder warum ist unsere Manipulation und auch unsere Degeneration so zentral wichtig für gewisse Kräfte, die da wirken und die offensichtlich sehr manipulativ wirken, wie du ja gesagt hast. Ich unterschreibe das mit dem dem Informationskrieg, der eben über diese Manipulation stattfindet. Wir sind offensichtlich ja mächtiger und haben mehr Fähigkeiten
als Menschen, als man uns glauben machen will. Das könnte richtig. So ein... Ja, ne? Also man könnte sagen, wir sind Riesen. Mhm. Den hat man ständig eingeredet, sie sind Zwerge. Und wenn's mal, wenn man es mal ganz vereinfacht sagt, sehe ich hier einen Krieg zwischen einer Art von künstlicher Intelligenz gegen die göttliche Ordnung, gegen die Biologie. Und das ist ein Krieg, der aus meiner Sicht schon sehr lange geht. Also der auch schon andere Sternsysteme erfasst hat. Und das, was man in Filmen zeigt, ist im Grunde nur eine Art von Dokumentation über vergangene Ereignisse. Also Star Wars, Krieg der Sterne und sowas. Das sind alles Dinge, die hat es gegeben. Ja, es gibt auch innerhalb des Sonnensystems genügend Ruine und auch Raumschiff-Wracks. Wie gesagt, wenn man das sich nie mit beschäftigt hat, dann lacht man jetzt und denkt, was erzählt der für Quatsch. Mhm. Aber weißt du, dann kann ich nur sagen, für diejenigen ist dieses Gespräch einfach noch nichts. Mhm. Ja, man muss hier so ein bisschen auch offen sein und vielleicht auch schon selber so einige Sachen verstanden haben. Ja, es gibt hier tatsächlich einen, würde ich sagen, einen sehr lang anhaltenden Konflikt, der auf unterschiedliche Art und Weise ausgetragen wird, der aber eben nicht nur auf die Erde beschränkt ist, sondern eben auch im ganzen Universum stattfindet. Mhm. Und in den urrussischen Veden wird halt beschrieben, dass gerade die weißen Menschen mit zu den ältesten Spezies gehören. Mhm. Ältest heißt hier im Sinne von auch reif. Da werden wahrscheinlich auch wir jetzt sagen, ja, wieso reif? Wenn ich meinen Nachbarn angucke oder mich, dann denke ich, naja, ja, das ist eben das Problem. Mhm. Wenn man das vielleicht so vergleicht, Eltern, reife Erwachsene, und dann gibt es halt unterschiedliche Reifegrade, so Jugendliche, Kinder, und so kann man auch ganze Spezies betrachten. Mhm. Wenn man eine Spezies, die in der Lage ist, das Weltall zu bereisen, hat einen anderen Bewusstseinsstand als diejenigen, die gerade noch lokal auf irgendeinem Planeten, irgendwo in einem, wie auch immer gerade, im Sternsystem, gerade so anfangen, das Rad zu entwickeln. Mhm. Oder so mit dem Pferd zu reiten, ja, sage ich jetzt mal so. Und wenn wir schon den Sternflug beherrschen und auch schon ja zwischen den Planeten, so wie wir heute mit Flugzeug reisen, können andere schon mit ihren Raumschiffen oder mit ihren Portalen reisen, haben die natürlich ein völlig anderes Bewusstsein. Mhm. Und natürlich auch ein anderes, nennen wir es mal, Verantwortungsbewusstsein für die Dinge. Weil Technologie oder hohe Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten des Kosmos erfordern natürlich auch, dass man verantwortungsbewusst damit umgeht, weil man kann natürlich mit so etwas auch sehr viel Schaden anrichten, was auch in der Vergangenheit oft passiert ist. Wenn wir es mal ganz einfach runterbrechen, gibt es also so eine Art Grundkonflikt, was letztendlich wahrscheinlich auch notwendig ist, um in diesem Kosmos der Polarität eine Art von Spannung aufrechtzuerhalten, die notwendig ist, damit Entwicklung stattfinden kann. Mhm. Und dieser, wie gesagt, diese Kriegsführung wird auf unterschiedliche Art und Weise vollzogen. Wie gesagt, das sind ganze Sternsysteme mit involviert und die Zeiträume sind sehr, 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 sehr lang. Deswegen sehen wir davon nicht so viel. Wir sehen das, wir sind nicht so gewohnt zu denken in solchen größeren Zeitkategorien. Dadurch können wir vieles überhaupt nicht nachvollziehen. Und was ich hier erzähle, wird für viele völlig unverständlich klingen. Mhm. Ja, weil natürlich eben Außerirdische, weil uns die ganze Zeit was anderes erzählt wird und das, was der Wahrheit entspricht, ja auch immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Ja, spirituelles Erwachen, Feinstofflichkeit nebst der festen Materie oder eben außerirdisches Leben, das wird ja gerne belächelt. Und das hat ja auch System. Das ist ja auch Teil dieses Informationskrieges, dass uns das auf diese Weise vermiest wird, sage ich mal, über unsere wahre Herkunft ganz offen nachzudenken oder zu sprechen, so wie wir das jetzt tun. Hat ja auch System, dass es so ist. Mhm. Wir haben ja nicht nur die Evolutionslüge, sondern wir haben auch die Materialismuslüge, die uns sagt, dass es ja nur, sag ich mal, das Grobstoffliche gibt, die 3% etwa, und die 97% das Feinstoffliche, das gibt es einfach nicht. Ja? Also dank der Relativitätstheorie von Albert Einstein wurde uns quasi der Äther aus dem physikalischen Weltbild quasi entfernt. So. Und ohne Äther verstehst du vieles gar nicht mehr. Das heißt, die Ätherphysik ist eigentlich der Bereich, wo sich die Magie abspielt, wo sich die Plasmaphysik abspielt, wo im Grunde, ja, Magie heißt ja auch nichts anderes als, wie wirkt das Bewusstsein auf die Stofflichkeit. Und da, genau da findet es statt. Und Gedankenbilder sind ja stoffliche Gebilde innerhalb der Feinstofflichkeit. Und wenn uns sowas nicht vermittelt wird,
in der Schule, sondern wir nur uns auf die Realität besinnen oder beziehen, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, anfassen können, wiegen können, messen können und sagen, ja, das ist wahr, dann wirkt das natürlich ziemlich trostlos, weil dann sind wir auf so einem Steinbrocken im Universum alleine und ziemlich leer alles, ja, und aber dabei sehen wir ungefähr nur 3% dessen, was es wirklich gibt. Und im Grunde ist kein Raum, kein Bereich nicht mit Bewusstsein erfüllt. Ja, das ist halt, wenn man die alten Schriften liest, dann, und sich die moderne Naturwissenschaft anguckt, das ist einfach nur furchtbar, ja. Also dieser atheistische, materialistische Blickwinkel auf die Welt und auf das Leben, ja, da kann man wirklich die Hoffnung verlieren, sage ich mal so. Ja, also ohne übergeordneten Sinn, ohne Geist, genau, ohne Gott oder Schöpfer oder irgendwas, was hier so sozusagen im Hintergrund wirkt, nimmt uns diese Materialismuslüge so ziemlich alles weg. Ja. Und da kommt noch eine weitere Lüge hinzu, die man uns auch erzählt, wir leben nur einmal. Nach dem Motto, der Mensch ist der grobstoffliche Körper, er wird geboren, er lebt und wenn er stirbt, dann war es das. Das heißt, nach dem Motto, Vollgas und versuche in einem Leben alles Mögliche zu erreichen, ja, weil danach ist sozusagen eine Chance weg. So, wenn man uns alles erzählt, dann kann man uns besser kontrollieren, Angst machen, Angst uns einjagen in der Weise, dass man sagt, wenn du das und das nicht machst, dann wird dein Körper geschädigt. Also Schmerz zugefügt, Leid zugefügt. Also fühlt man sich so. Ja. Wenn man aber weiß, dass dieser Körper nur ein Vehikel ist und das, was diesen Körper bedient und bewohnt, was ganz anderes ist, was im Feinstofflichen wirkt, dann sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Und wenn wir quasi uns auch bewusst machen, dass wir quasi jede Nacht, wenn wir schlafen, eine außerkörperliche Erfahrung machen, in dem Weise, dass wir uns in die Traumwelt begeben, da gibt es ja auch entsprechende Untersuchungen, die auch zeigen, dass Menschen während des Schlafes leichter sind. Und in dem Moment, wo sie dann wieder aufwachen, haben sie wieder das volle Gewicht drin. Und das sind viele Gramms, die da weg sind in dem Moment. Wow. Das heißt also, irgendetwas, was stofflich ist, aber sehr feinstofflich, verlässt den Körper und tritt dann wieder kurz vor dem Aufwachen wieder in den Körper ein. So. Und wenn man sowas nicht weiß, nicht kennt und sagt, okay, ich bin dieser grobstoffliche Körper, ich identifiziere mich jetzt nur damit, dann ist meine Weltsicht, die ist dermaßen zusammengeschrumpft und eng und klein. Und dann bin ich auch leichter, über Ängste zu steuern, zu manipulieren. Und das ist einfach eine Sache, die wurde uns in den letzten 200 Jahren beigebracht. Dieses atheistisch-materialistische Weltbild, die Evolutionstheorie und diese Vorstellung, wir sind nur der grobstoffliche Körper und leben nur einmal. Und damit hat man im Grunde ein mentales Gefängnis geschaffen für menschliche, unsterbliche Wesenheiten. Ja, genau. Und damit reduziert man uns ja auch total, wie du gesagt hast. Du hast auch ein weiteres sehr interessantes Stichwort gebracht, nämlich diese Gedankenbilder. Ich möchte da gerade auch nochmal einhaken. Denn, lass uns auf die Manipulation über Sprache zu sprechen kommen. Diese Manipulation findet ja nicht nur statt, indem Sprache gebraucht wird, um Lügen zu erzählen, sondern die Sprache selbst wurde ja auch manipuliert. Und das finde ich nun hochinteressant. Also einerseits, nach meinem Verständnis, könnte man sagen, es wurden einerseits Worte und Wirkungen, Schwingungen infiltriert quasi und unsere Sprache, das Englisch soll ja komplett auf dem Reißbrett quasi entstanden sein, zu Zeiten von Francis Bacon und Shakespeare und so weiter. Also wir sprechen eine Sprache mit Worten, die eine Wirkung hat, die eigentlich unerwünscht ist. Also wie soll ich sagen, in unserem menschlichen Wirkung mehr hat. Ja, genau. Und auf der anderen Seite wurde die Sprache auch gekürzt oder kannibalisiert, kann man sagen. Also einzelne Buchstaben, die ja bei den Vedrussen nicht nur Buchstaben waren, sondern eben auch Sinnbilder. Einzelne Buchstaben, die durch Sinnbilder, durch Gedankenbilder in sich schöpferisch gewirkt haben. Und das hat man ja auch gekürzt und aufs Minimum beschränkt, so dass wir gar nicht mehr die Sprache sprechen, die ihre ursprüngliche Wirkungskraft hatte. Ja. Wie siehst du die Sache? Nikola Tesla hat mal gesagt, wenn du die Geheimnisse des Universums verstehen willst, dann musst du in Kategorien von Energie, Frequenzen und Schwingungen denken. Wenn wir davon ausgehen, wir führen jetzt mal den Äther wieder ein, ja, damit es ein bisschen ergibt.
dann ist natürlich alles, was wir tun, eine unterschiedliche Art von Frequenz und Schwingung. Und dieses Äthermedium, was ja alles erfüllt, um es anschaulich zu machen, stell dir ein Meer vor und in diesem Meer schwimmen Eisberge. Diese Eisberge sind das, was wir als grobstoffliche Materie betrachten. Ja, die können wir anfassen, sehen, also würden wir sagen, hier unser Körper. Mhm. Zwischen den verschiedenen Eisbergen ist ja Wasser. Und dieses Feinstoffliche ist der Äther. Und dieses Wasser kann entsprechend Verwirbelungen bilden. Es kann auch ja, Dynamiken entwickeln, die wir aber nicht sehen können. Die ist aber da. Und wenn wir jetzt überlegen, wir fangen an zu sprechen oder erzeugen Klang, dann bringen wir natürlich auch erstmal dieses Äthermedium in irgendeine Art von Feld, in irgendeine Art von Muster, was sich natürlich auf die Grobstofflichkeit, sprich die Luftmoleküle überträgt und damit letztendlich Schallphänomene erzeugt. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Klangbilder, die man zum Beispiel erzeugen kann, wenn man Sand oder Salz oder irgendwelche feinen Granulate auf eine Lautsprechermembran packt. Mhm. Und dann den Lautsprecher anmacht, eine bestimmte Frequenz hat, dann entstehen spontan ganz komplexe Muster. Und je höher die Frequenz ist, die man einstellt, also je schneller diese Membran vibriert, desto komplexer werden diese Muster. Hm. Es gibt zwischen den verschiedenen Frequenzen dann Übergänge, wo kurz mal so ein Chaos entsteht und dann wieder eine neue Ordnung entsteht, die aber dann wesentlich komplexer ist. Hm. So kennen wir ja auch die Aufnahmen von Masaru Emoto. Der hat ja diese Wassermoleküle gefilmt und fotografiert und also schockgefroren und dann gefilmt, die im Grunde, ich sag mal, Gedankenbilder darstellen. Also wenn ein Mensch sich auf eine Sache einstellt und sehr, ich sag mal, sehr liebevoll, positiv darüber spricht und denkt, dann hat das Wasser eine andere Struktur, als wenn er das Wasser beschimpft vorher. Ja, also wir bestehen ja auch zu einem riesengroßen Anteil aus Wasser. So, das heißt, Wasser nimmt eine bestimmte Struktur ein. Und das Wasser in unserem Körper ist nicht H2O. Das ist eine besondere Form, ist ein hexagonales Wasser, also eine Raumstruktur und damit letztendlich auch ganz andere Eigenschaften als das, was wir so aus dem Chemieunterricht kennen. Das erstmal als Grundverständnis, dass wir also uns in einem Medium befinden, was auf Frequenzen und auf Schwingungen basiert. Das ist einfach so, das bewegt sich und verändert sich ständig. So. Und wenn ich jetzt bestimmte Laute intoniere, dann wirklich auf dieses Medium ein. Ich kann ja mit Lauten, ich habe vor einiger Zeit mal ein Video gesehen, sehr eindrucksvoll, da hast du eine Schlucht gesehen und in dieser Schlucht oben, ja, wo man so in die Schlucht reinschauen konnte, war eine Art von, ja, so eine Art Horn angebracht, wo man reinblasen konnte. Mhm. Dann ist quasi ein entsprechender Ton herausgekommen. Der hat quasi in dieses Tal reingehallt und das Interessante war, dass, wenn jemand da reingeblasen hat, eine Wasserfontäne nach oben gelangt ist. Mhm. Also es ist ein Levitationsphänomen entstanden. Oh, wow. Mhm. Also Levitation, das heißt, oder Gravitation, Schwerkraft und Levitation, also das Gegenteil davon, sind offensichtlich was völlig anderes, als uns erzählt wird. Man kann also mit Klängen, mit Tönen, mit Frequenzen, kannst du Levitationsphänomene erzeugen und damit auch Dinge, die scheinbar so schwer sind, die man ja angeblich nicht anheben kann, zum Schwingen bringen. Steine. Ich habe da auch Videoaufnahmen gesehen, kannst du zum Schwingen bringen. Ja. Das heißt, die Macht von Frequenzen, von Klängen kann Materie bewegen. So stark oder so mächtig kann das sein. So. Natürlich nur, wenn du den richtigen Ton erwischst, sage ich jetzt mal so. Ne? Das heißt, wenn dieses Klang, dieses Instrument, wenn du da reinbläst, wie so ein Alpenhorn, ich sag mal, die falsche Grundfrequenz hat, Ja. Dann wird da nichts passieren. Ja. Da wird also nichts und Wasser hochkommen. So. Und nichts anderes sind wir ja selber auch. Wir können ja auch Frequenzen erzeugen und wir haben ja hier sozusagen ein Klangorgan. Wir können ja unseren ganzen Körper, je nachdem, wie wir ihn benutzen, können wir in Frequenz, also in Schwingung versetzen. Die Sprache ist natürlich für uns, die wir jetzt, sage ich mal, ein bisschen behindert sind, weil wir nicht mehr telepathisch hauptsächlich kommunizieren, sondern die Sprache, das Medium, was uns hilft, unsere Gedanken zu übertragen für einen anderen Menschen. Leider entstehen natürlich aufgrund der sprachlichen Verwendung natürlich auch viele Missverständnisse, muss man auch dazu sagen. Aber nun gut, diese Fähigkeit der Telepathie, die ist nach wie vor da, die muss man aber genauso entwickeln. Wir haben jetzt die Sprache und jetzt ist das Problem, wenn wir mal davon ausgehen, wie Sprache oder die Vielfalt oder die Komplexität ursprünglich war,
die wurde natürlich im Laufe der Zeit gekürzt. Mhm. Also wenn wir uns das einfach mal angucken, die ursprünglich vetrussischen Stämme, die hatten sehr komplexe, nennen wir es mal Alphabete. Mhm. Also es gibt ja auch immer die Diskussion darüber, gab es mal so eine Art von Ursprache, mhm. so eine geschriebene Sprache, nach ja. der heute irgendwie alles funktioniert. Und da gibt es viele, die sagen, das war das Althochdeutsch. Ja. Es gibt ja diese Bücher von dem Erhard Landmann, Weltbilderschütterung. Und gibt es natürlich, sage ich mal, viele Indizien, die sagen, ja, das könnte so sein. Mhm. Aus meinem Verständnis und meiner Recherche würde ich sagen, es war nicht das Althochdeutsch, sondern man muss unterscheiden. Es gab verschiedene Sprachen oder Alphabetsysteme oder Runensysteme in Abhängigkeit von den Stämmen oder den Menschentypen, die sich hier angesiedelt haben auf der Erde. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann wird es interessant. Also es wird differenzierter. Es ist nicht so, dass man sagt, es gibt nur eine einzelne Sprache und alles hat sich daraus entwickelt, sondern es gibt wirklich in Abhängigkeit von dem Entwicklungsgrad der jeweiligen Stämme, gab es auch entsprechend komplexere oder weniger komplexere Zeichensysteme. Also man muss auch vielleicht unterscheiden, in jedem Stamm gab es ja auch eine Art von Kastensystem. Es gab eine Priesterkaste, es gab eine Kriegerkaste, es gab eine Händlerkaste und es gab sowas wie eine Bauernkaste. Das ist der alte vedische Gesellschaftsaufbau. Finden wir heute noch in Indien ein bisschen noch differenzierter, aber letztendlich hast du da die Priesterkaste, das sind die Brahmanen und dann gibt es eben diese verschiedenen weiteren Abstufungen. Und jede dieser Kasten hatte auch eine eigene Sprache oder ein eigenes System, aber je mehr du sozusagen nach unten gelangt bist in den Kasten, desto einfacher wurde das Ganze. Das heißt, die komplexeste Sprache war die der Priester. Also ein einfaches Beispiel. Einer der arischen großfamilien Stämme, die hatten ein System, eine Schriftsprache, die nannte sich Karuna. Und die bestand aus über 256 Zeichen. Wow. Ja. Und zwar komplexe Zeichen. Mhm. Und aus diesen Zeichen oder Symbolen haben sich unterschiedliche weitere Sprachen, die wir kennen, zum Beispiel das Sanskrit, was ja eigentlich Samskrit heißt und altrussisch ist und übersetzt in sich verborgen heißt, entstanden ist. Also auch das Sanskrit, was viele sagen, sei die älteste Sprache, ist nicht die älteste Sprache offensichtlich. Da gibt es also noch viel ältere. Genauso auch die chinesischen Schriftzeichen, das sind alte Runenzeichen, die sich aus dieser sehr komplexen Karuna-Priesterschrift ableiten lassen. Oder auch die altägyptische Schrift, die persische Schrift. Ich habe mir jetzt mal so ein paar aufgeschrieben hier. Also das, was wir in Asien finden, in Asia, Land der Asen, ist auch interessant. Asien, ist das Land der Asen. Asen sind ja die Gottmenschen, also die ein hohes Bewusstsein haben, sagen wir mal ein kosmisches Bewusstsein haben. Aber auch das Phönizische, das Griechische, das Lateinische, das Aramäische lassen sich auch aus dieser Linie sozusagen ableiten. Daneben gab es aber auch noch von einem völlig anderen Stamm, den sogenannten Sverturussen, den slawischen Stämmen, gab es auch eine Schriftsprache, die war einfacher. Die nannte sich Bukwitzer. Mhm. Die bestand aus 49 Symbolen oder Zeichen. Und die wiederum wurde dann entsprechend auch im Laufe der Zeit gekürzt. Mhm. Und ausgehend von diesen 49 ursprünglichen Zeichen, die wir auf so einer Matrix 7x7 waren, die so aufgezeigt, sind daraus im heutigen russischen Alphabet 32 Symbole übrig geblieben. Mhm. Im Deutschen haben wir nur noch 26. Also da sieht man schon, das wurde extrem stark gekürzt. Und damit letztendlich auch die Komplexität und die Differenziertheit des Ausdrückens von Sinnbildern wurde uns damit natürlich auch genommen. Damit haben natürlich auch Worte, man muss ja verstehen, ein Wort, das sich aus verschiedenen Buchstaben zusammensetzt, ist eigentlich eine Kodierung, weil jeder Buchstabe ist wieder ein eigenes Sinnbild. Mhm. Als Beispiel, wir kennen ja diese Abkürzung USA. Aber wir wissen, es heißt nicht USA als Wort, sondern jeder Buchstabe steht für ein weiteres Wort. Und auch dieses Wort könntest du dann auch wieder kodieren und sagen, wieder Buchstabe in diesem Wort. Und daraus entsteht ein komplexes Sinnbild. Mhm. So kommt man immer tiefer, sage ich mal, in das Verständnis, was eigentlich mit der Sprache wirklich da vermittelt wird. Mhm. Und darüber dann tatsächlich auch Querverbindungen zu den verschiedensten Sprachen finden. Also es gibt heute, glaube ich, über 5000 verschiedene Sprachen auf der Erde. Und natürlich muss man auch sagen, es wurden ja noch andere Menschen hier angesiedelt auf der Erde.
Also jetzt die mit der dunklen Haut zum Beispiel, die heute in Afrika oder im Süden von Indien leben oder auch in Australien, die haben natürlich auch wieder eine andere Sprache mitgebracht oder ein anderes Schriftalphabet, wenn man so möchte. Ja. Und da siehst du erstmal, wie komplex das ganze Thema ist. Ja. Aber spannend ist, die Gebiete, wo, sag ich mal, ursprünglich die weißen Menschen gesiedelt haben, und das war so ziemlich überall, dort findest du immer noch Überbleibsel in Form von Hieroglyphen. Deswegen auch das mit dem Althochdeutsch nach Erhard Landmann, die uns einfach zeigen, es muss Verbindungen gegeben haben. Ja, er führt das dann auf irgendwelches Friesisch, glaube ich, zurück. Aber das kann man, wie gesagt, noch weiter zurückführen. So. Und dann kommst du letztendlich dann doch wieder dahin, dass es offensichtlich mal so, ich sag mal, 4, 5 verschiedene Grundstämme gab, aus denen sich heraus alles differenziert hat und natürlich dann auch gemischt hat. Und dann haben sich örtlich wieder unterschiedliche Dialekte entwickelt und so weiter. Und es wurden im Laufe der Zeit dann wieder kleine Veränderungen vorgenommen. Und natürlich auch Europa, das können wir auch interessanterweise sehen. Europa im Vergleich zu Asien hat eine sehr inhomogene Sprachverteilung mit sehr scharfen Sprachgrenzen. Allein das spricht schon sehr viel dafür, dass hier Sprachen oder Sprachgrenzen künstlich eingeführt wurden. Es muss auch so gewesen sein. Wir kennen ja Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Lateinisch. Ich hatte Latein in der Schule und ich fand es halt faszinierend, wie eben diese Sprachen alle miteinander verwandt sind. Ja. Und damals hat auch mein Lehrer mal gesagt, er sagte nur, wenn man wüsste, wie man die Sprachen ineinander überführen kann, dann kann man alle Sprachen dekodieren und verstehen. Mhm. Er wusste es nicht, aber es gibt Menschen, die wissen das und das geht auch. Mhm. Ja, also es gibt Menschen, die genau wissen, wie man diese Verschiebung von Lauten zum Beispiel, deswegen, was du sagtest, mit Englisch im Kloster, ja, das ist so. Es wurden auch Sprachen künstlich erschaffen für diese Herrschergebiete, nach dem Motto Teile und Herrsche. Das heißt also auch in der Zeit der Renaissance müssen in den Klöstern auftragsmäßig wirklich neue Sprachen entstanden sein, worunter wahrscheinlich auch Deutsch dazugehört. Ja. Ja. Und dann wird es natürlich richtig interessant, weil die Sprache prägt natürlich auch die Art, wie wir denken, wie wir die Welt wahrnehmen. Und jede Sprache hat auch ein ganz bestimmtes Frequenzband. Und das, sag ich mal, das mit am breitesten aufgestellte Frequenzband ist Russisch. Und je weiter du von, sag ich mal, ausgehend von Sibirien Richtung Westen gehst, desto verarmender ist das Sprachfrequenzband. Das heißt, das Englische ist relativ primitiv und sehr schmal in seinem Bereich. Ich glaube, das bewegt sich nur so zwischen, weiß nicht, 500 bis 4000 Hertz. Wobei das Russische, glaube ich, bis 12.000 Hertz oder noch höher geht. Oh, natürlich spricht mit diesen Sprachen auch unterschiedliche energetische Systeme an. Also ich sage mal, je niedriger das Frequenzspektrum ist, desto weiter unten, also sprich die unteren Chakren werden dann sozusagen angesprochen. Also man könnte sagen, das Materialistische, das sind ja die unteren Wurzelchakra, Nabelchakra und sowas, das ist ja sozusagen diese untere Anbindung an die Erde, verkörpert sich auch in dieser Sprache. Und jetzt guck dir mal an, Amerika, wo steht Amerika oder der Westen? Für den Materialismus. Mhm. Und je höher das Frequenzband ist, desto höher spricht es hier auch entsprechend, sage ich mal, die oberen Chakren an. Und wofür steht der Osten? Mal ganz vereinfacht, für Geistigkeit, Spiritualität. Ja. Und da siehst du im Grunde, wie wir so eine Art Gefälle haben zwischen Ost und West. Das ist ja hochinteressant. Ja, und diese Kürzung jetzt beispielsweise dieser Buckwitzer, ja, die ist ja systematisch erfolgt. Das zeigt ja auch, dass da eine Kraft am Wirken ist, die sich sehr bewusst ist, dieser Wirkung von Sprache, dieser Wirkung von Schwingungen, von Energien. Also all das, was bei uns so nicht angesprochen wird oder ins Lächerliche gezogen wird, das wird von diesen Mächten oder Kräften, sage ich mal, beherrscht. Die wissen ganz genau um die Wirkung von Sprache und von einzelnen Buchstaben. Und diese Buchwitzer, ich habe mir das auch mal aufgeschrieben, also die eben diese Kürzungen, die fanden ja immer von den Herrschenden, von den damals Herrschenden statt. Also ich glaube, die erste Kürzung war dann durch diese Mönche Kyrill und Method. Das waren die ersten, die da ein paar Buchstaben weggekappt haben, bis hin zu den russischen Zaren. Der Nikolai war auch der zweite, der letzte Zar, hat auch noch mal ein paar Buchstaben weggenommen und dann auch die Kommunisten. Ja, also da liegt wirklich System dahinter. Und das, was wir heute so als umfassende Sprache verstehen, ist eigentlich nur kannibalisiertes Überbleibsel, um es mal so zu sagen. Ja. Und damit wird uns auch, sag ich mal, die Komplexität des Denkens genommen. Ja. Denn wir können uns ja, guck mal,
ein Mensch, der heranreift. In dem Moment, wo er